Ja. Dann lasst uns mal hier weiter das schlechte Wetter bei Little Big Adventure 2 genießen. Da ist auch schon der Elefant im Regenmantel. Was hast denn du noch zu sagen? Hey, Moment, warte. Hallo, stopp, stopp. Hallo, Bob. Ach, das ist der Bob. Der Bob, der Elefant. Hallo, Twinsen. Der Sturm schlägt mir aufs Gemüt. Ich werde einfach nicht mehr ruhig. Ach, übrigens, vergiss nicht, dass du dein Verhalten ändern kannst. Ja, ja, ich weiß. Gleich werde ich aggressiv, wenn ich dich da weiter in dem grünen Regenmantel so sehe. Ne? Hier. Komm her. Au. Tschüss, tschüss. Hilfe. Kommt der? Nein. Schön. Doch. Geht er uns jetzt nach? Er muss seine Aggression jetzt an jemand anderen rauslassen. Alles klar. Wir sind fein auf dem Schneider. Tschüss. Hallo? Bist du uns noch böse? Hallo, Bob. Hallo, Twinsen. Nein, gut. Alles klar. Wir gehen mal hier in das Geschäft. Dass man auch jeden hier verprügeln kann. Zu geil. So, der hat auch nur Herzen und irgendwelche Fläschchen hier anzubieten. Oh, nee, der hat ja auch Stofftiere. Kann ich das kaufen? Ein Nitromeka-Pinguin kostet 4 Kasches. Nein, daran bin ich nicht interessiert. Noch nicht. Wir müssen erst mehr Kasches kaufen. Kasches suchen. Kaufen wäre natürlich geil. Für echt Geld, ne? Wie heutzutage in vielen MMOs. Nein. Wir brauchen erst welche von denen hier. Das ist anscheinend die Währung Kasches. Stibitzen wir doch dem hier noch ein paar. Was ist das hier überhaupt? Oh, aus der Kasse kriegen wir bestimmt auch noch was raus. Lassen Sie die Finger von der Kasse. Ja, gut. Tschüss. Wer bist du überhaupt? Guten Tag, Herr Bazoo. Oh, der Bazoo. Willkommen, Herr Twinsen. Wenn Sie etwas bei mir kaufen wollen, stellen Sie sich einfach davor und drücken Aktion. Drücken Action. Ja, hier gibt es ja anscheinend viele Geschäfte. Konkurrenz belebt das Geschäft, wie man so schön sagt. Was ist das hier? Das sind wahrscheinlich so Mana-Tränke, oder? Werfen Sie 5 Kasches ein. Sie erhalten dafür 10 Zauberpunkte. Alles klar, aber 10 Kasches sind mir... Nee, 5 Kasches sind mir noch zu viel. Nein, daran bin ich nicht interessiert. Also die Sprecher, die gehen hier wirklich ab. Die haben solche Emotionen. Werfen Sie 5 Kasches ein. Sie erhalten dafür 10 Lebenspunkte. Nein, Lebenspunkte kann ich mir auch kostenlos holen. Daran bin ich nicht interessiert. Nee. Komm, wir gehen hier wieder raus. Wir müssen eh zum Wettermagier. Und der dürfte irgendwo hier hinten sein. Am hinteren Ende der Karte. Ich gehe einfach mal hier überall vorbei. Wir haben es ja eilig. Tschüss, Junge. Sitzt wieder da oben, als wäre nichts geschehen. Wir haben den da runtergehauen. Tut mir ja auch leid, aber es musste jetzt sein. Oh, hier ist eine Kuh. Hier kommen wir nicht weiter. Eine Schlange. Ui, tut uns weh. Ja, ja, die ist aggressiv. Was ist denn dieser Wettermagier? Jetzt hier lang, ich traue mich nicht. Runterzuspringen. Wo sind wir? Ach, wir gehen in die falsche Richtung. Alles klar. So, mal hier lang. Gott, ist es dunkel. Was ist, wenn wir hier runterspringen? Passiert nichts. Oh doch. Kacke. Ja. Gut. Du hast Game Over? Oh, Mist. Ich dachte, wir versinken da nur kurz. Gut, dann muss ich doch ein bisschen Acht geben. Dann haben wir den jetzt halt nicht verprügelt. Auch gut. War nicht im Geschäft, ist schon in Ordnung. Wir wollen eigentlich nur zum Wettermagier. Aber der ist schwieriger zu erreichen, als ich dachte.
steht denn auf dem Schild? Steht hier irgendwie Wetter Mage? Zu den Klippen an der Holzbrücke. Nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen zum Wettermagier. So, mal genau schauen. Wird nicht einfach dahin zu kommen, glaube ich. Vor allem mit der Steuerung und mit dieser Kamera. Verdammt, ist das blöd. Das ist wie eine Schlange. Da kommen wir auch nicht lang. Gehen wir hier schauen. Wie ein kleines Labyrinth hier. Hilfe, Schlangenattacke. Oh, ich hasse Schlangen übrigens. Habe ich euch das schon mal gesagt? So. Und da habe ich mir doch hier irgendwo wehgetan. Aber, nein, wir sind wieder am Anfang. Oder? Ich habe jetzt keine Schlangenphobie, aber ich mag auch Schlangen nicht besonders. Ekligen, klipprigen Viecher. Boah. Kann ich irgendwie nicht leiden. Komm hier doch nicht hoch, oder? Und tschüss. Oh Gott, da war sie eben. So. Hier geht es wahrscheinlich zum Wettermagier. Hier dürften wir richtig sein. Ah, guck mal. Das ist bestimmt das Haus. Und wer bist du? Wie es dir wieder aussieht, wie so ein... Oh Gott. Wie hat man die damals genannt? Bei den Königen. Ihr wisst, was ich meine. Kein Joker. Ach, mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Hofnarr, genau. Das ist so eine Art Hofnarr im Regenmantel. Hallo, Zed. Hallo, Twinsen. Bei dem vielen Regen habe ich massenweise Pilze gefunden. Ja, gut. Okay. Bist du vielleicht der Gehilfe vom Wettermagier? Weil das ist doch sicherlich das Haus von dem. Schauen wir mal, was hier drauf steht. Wobei, da sind ja schon so magische Zeichen abgebildet. Sterne, Monde, das heißt immer, Magie ist im Haus. Ist so typisch. Auch wieder so... Ah, sowas Typisches. Ja, so ein Stilmittel. Magierweg. Ja. Sitzt auch noch jemand am Baum, aber ich will erst mal ins Zelt gehen. Und da scheint der Wettermagier zu sein. Ups. Ups, ups, ups. So, rennen wir mal zu dem. Aber erstmal mal schauen, ob der da noch ein paar Caches versteckt hat. Nicht anfassen. Ich versuche, einen Zauberring herzustellen und der Inhalt dieses Topfs darf auf keinen Fall zum Kochen gebracht werden. Sobald ich eine Leuchtperle habe, kann ich den Blitz beschwören. Okay, Leuchtperle. Ja, müssen wir wahrscheinlich besorgen. Für den, dass er das Wetter hier umschwingt auf Sonnenschein. Oh nein! Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Wir haben nichts gemacht. Wir haben nichts getan. Und da ist ein Schalter, der sticht so hervor. Können wir aber... Doch, können wir betätigen. Komm, wir reden aber erst mal mit dem, bevor wir uns... hier tiefer reinwagen. Was haben wir hier? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Geschickteste im ganzen Land? Das bist du, Twinsend. Diplom in Wetter- und Elementmagie. Der Zauberer Bersimon hat seine Fähigkeiten im Beherrschen der Elemente bewiesen. Hiermit wird ihm der Titel Großmeister der Meeres- und Wirbelstürme verliehen. Okay, da sind wir hier richtig. Guten Tag, auch wieder mit dem Spitzhut. Wie viele andere Magier in Videospielen auch. Guten Tag, Meister. Wie erklärt ihr euch, dass es zu dieser Jahreszeit einen Sturm gibt, Meister? Dieser Sturm, dagegen kann ich nichts tun. Ich hätte ihn nur zu gerne los, aber der Leuchtturm ist zu und ich kann den Wärter nicht finden. Nur er kann mich ganz nach oben lassen. Von dort oben aus kann ich das Wetter beschwören. Und nur so kann man diesen Sturm, der die Insel vom Rest der Welt abschneidet, ein Ende bereiten. Ohne Wärter keine Beschwörung, so ist das nun mal. Ah, okay. Ich wusste, dass wir noch was mit dem Leuchtturm mit dem Wärter machen müssen. Das heißt... erst den Leuchtturmwärter finden, dann geht's hier weiter. Und hier können wir durchkrabbeln. Jetzt schaust du mal, was hier ist. Da ist irgendeine Beschreibung. Blumenstraße.
Okay, da steht Little Big Adventure 2 drauf. Und zurück kommen wir nicht. Wir sind hier gefangen. Okay, wir müssen wahrscheinlich hier die Tür erreichen. Ich glaube, das sieht nach einer Art Rätsel-Jump'n'Run aus. Geil. Herrlich. Und wenn wir jetzt da runtergehen, sind wir bestimmt Game Over, ne? Ich probiere es mal aus. Gluck, gluck, gluck. Bitte nicht Game Over. Ich hab's doch gewusst. Na gut. Oh, wissen wir Bescheid? Wir müssen den Leuchtturmwärter finden. Aber bevor wir das machen, hole ich mir erstmal meine Tunika. Sind wir hier richtig, oder? Ist es hier das Museum? Hallo? Museumswärter? Hallo. Hallo. Hier haben wir eine Sammlung, die dem großen Twinsen und der Entwicklung der Magie auf diesem Planeten gewidmet ist. Sehen Sie sich ruhig um. Die Karte kostet 15 Kasches. Na, wie wär's? Oh Gott, 15 Kasches. Toll. Na, klasse. Ich glaube, wir könnten... Kommen wir auch anders da rein? Nee, ich glaube nicht. Komm. Gut, ich nehme es. Boah, auf 6 Kasches runter. Naja, okay, müssen wir wahrscheinlich tun. Aber Moment, Moment, vielleicht bekommen wir ja da hinten am Schrank wieder eine. Auch gut. Auch in Ordnung. Ein Herz geht auch immer. So, dann mal rein in die gute Stube. Wer bist du denn? Hallo? Scheinst ein Zeichner zu sein. Guten Tag, Mademoiselle Bloop. Ah, das ist Mademoiselle Bloop. So, so, die Besitzerin. Also wirklich, der Pförtner ist so gemein wie eh und je. Er erkennt mich immer noch nicht. Außerdem musste ich Eintritt bezahlen. Entschuldige ihn bitte. Er ist eigentlich ein lieber Dicko. Er gibt sich nur so. Ach, okay. Ihr seid also Dickos. Alles klar. Passt ja irgendwie zu Elefanten. Gut, kriege ich jetzt mein Geld wieder erstattet? Hallo? Ich möchte meine Tunika und mein Medaillon von Sendel wieder haben. Du kommst gerade zur rechten Zeit. Die Tür oben an der Treppe klemmt. Man müsste eine Möglichkeit finden, in das Stockwerk zu gelangen, um sie zu öffnen und die Schutzglocke, um deine Tunika zu heben. Okay, wieder eine Art Rätsel. Okay. Das heißt, wir müssen erstmal schauen. Ich schaue mich hier mal um. Nein. Oh, das Horn von Galley. Ja, die wahrscheinlich Little Big Adventures 1 gespielt haben. Die kennen sich hier jetzt besser aus. Ich hab's ja nie gezockt. In den Flakon hier hatte ich klares Wasser gefüllt. Okay. Okay, ja, Flakons sind dafür da, dass man was reinfüllt. Das hier ist das Buch von Bü. Mit seiner Hilfe kann ich mich mit den Tieren von Twinsun unterhalten. Was für ein Namen. Buch von Bü. Aber das ist, könnte uns noch nützlich werden. Nimm's doch mit. Komm, los, schlag die Scheibe ein. Nein, funktioniert so leider nicht. Gut, hier hinten haben wir noch ein Bild von uns. Ach, da ist unsere Tunika. Ah, ja, das sind wir. Die guten alten Zeiten, vor einem Jahr ungefähr. Und da ist unsere Tunika, wo wir dran müssen. Ah, hier ist das Medaillon von Sendel und die Tunika der Ahnen. Ja, aber wie heben wir diese verdammte Käseglocke, diese verdammte Tunika-Glocke? Oh, ein Bild von Sendel. Das haben Sie wohl nach meiner Beschreibung angefertigt. Dieser Sendel sieht aus wie ein Außerirdischer. Ob das vielleicht auch einer ist? Das ist ein Stein aus dem Bü-Tempel. Das Bü-Buch, der Bü-Tempel. Die haben's damit, oder? Querschnittsansicht von Twinsun. Eins, die Sendels. 2. Sendelhöhle. 3. Bü-Tempel. Alles klar, okay. Da ist meine Karte hier doch wesentlich schöner.
Und die hat ja gesagt, wir müssen hier was im oberen Stockwerk erledigen, weil die Tür anscheinend klemmt. Oh, geschlossen. Ach, sieht meine an, da ist ein Fenster offen. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Aber wehe hier, ich muss nochmal 15 Caches zahlen. Dann flippe ich aus, dann schlage ich dir einen in die Fresse. So, jetzt müssen wir nur noch sehen, dass wir hier hoch irgendwie kommen. Ich habe doch gesehen, da war ein Fenster offen. Und nicht hier runterfallen. Das könnte nämlich wieder tödlich für uns enden. Ah ja, mal rein in die gute Stube. So, erstmal schauen, gibt es denn hier ein paar Münzen? Tatsache. Und zwar 4. Das ist schon gut. 4 ist geil. Okay. Wenn da so ein roter Knopf ist, das verleitet natürlich, den zu drücken. Auch überall im normalen Leben. Wenn ihr so einen dicken roten Knopf seht, drückt ihn. Das verleitet doch immer dazu. Hep. So, super. Und jetzt? Ah, jetzt weiß ich wie. Hier ist nochmal ein roter Umlegschalter. Ein roter, ein blauer. So, da haben wir unsere Tonika endlich. Juhu! Geil. Das war jetzt nicht besonders schwer. Solche Rätseleinlagen lockern das Spiel ja immer auch ein bisschen auf. Ja, gut. Shit. Da hätten wir sportlich runterrennen müssen. Man muss jetzt schnell umschalten, was nicht ganz einfach sein wird. Durch die Steuerung. Wir probieren es einfach. Los geht's! Schneller, schneller, immer schneller. Du hast gerade die Tunika der Ahnen und dein Medaillon von Sendel wiedergefunden. Die Tunika lädt sich mit Magie auf. Dadurch kannst du von nun an deinen magischen Ball werfen und zurückprallen lassen. Konnte ich doch vorher eigentlich auch, oder? Aber jetzt sehen wir natürlich wieder aus wie der Twinsend hier vom Foto. Jetzt tragen wir die Tunika und das Medaillon. Schön. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt probiere ich mal den Ball aus, ob da sich irgendeine Veränderung getan hat. Hier ist der Ball. Und den haben wir, glaube ich, hier geworfen. Er kommt doch auch so wieder zurück. Davor war es auch so. Naja, vielleicht ist es ein Bug, keine Ahnung. Ich rede nochmal mit dem Herrn hier. Guten Tag. Also ich finde, Sie sehen der Person auf dem Bild sehr ähnlich. Ich bin auch die Person auf dem Bild, mein Lieber. Mal sehen, ob uns jetzt der Empfangsherr hier erkennt. Unsere Tunika haben wir wieder, sehr schön. Hallöchen. Guten Tag. Hallo. Hier haben wir eine Sammlung, die dem großen Twinsen und der Entwicklung der Magie gut, also, auf diesem Planeten gewidmet. Er sagt wieder nur dasselbe, alles klar. Aber wir haben doch auch irgendwie Zaubersprüche. Okay, ich drücke gerade die Buttons für die Zaubersprüche, aber noch haben wir keinen gelernt wahrscheinlich. Vielleicht lernen wir ja von dem Wettermagier was. Nein. So. Normal, jetzt rennen wir. Mal gucken, wie wir aussehen, wenn wir rennen mit der Tunika. Sehr schön. Gut, die haben wir wieder. Ich muss mal überlegen, wie wir das jetzt mit dem Leuchtturmwärter machen. Der ist verschwunden. Aber wohin? Das ist die große Frage. Wird auch nicht auf der Karte verzeichnet, ne? Nein, da steht nur, dass wir zum Wettermagier müssen. Ich lade schon mal zum Leuchtturm. Oder vielleicht weiß ja der Bob. Was wo ist denn der plötzlich hergekommen? Hallo, Bob. Hallo, Twinsen. Nein, Sturm okay, dann eben nicht. Und die Verlobte hat auch nur gesagt, dass der verschwunden ist, ne? Wo war denn jetzt dieser Leuchtturm? Ich glaube, hier hinten lang, ne? Am Strand. Ah, die Musik ist so schön. Vielleicht lade ich da irgendwann auch mal den Soundtrack davon hoch. Ich finde die toll.
die geht auch so ins Ohr. Nicht Game Over gehen, bitte. So, schauen wir das nächste Mal, dass wir irgendwie schnell speichern können. Weil da kann man doch sehr oft sterben, glaube ich. Hallo. Ich verstehe einfach nicht, wieso der Leuchtturm geschlossen und dunkel ist. Was macht Raff denn bloß? Er ist übrigens mein Verlobter. Wissen Sie übrigens, dass Sie über die Felsen springen können? Ja. Wenn Sie weiterkommen, Herr Twinsen. Der Twinsen sind klar, weiß ich. Aber wir müssen jetzt diesen Leuchtturmwärter finden. Was ist das? Das hat mir vorhin schon ins Auge gestochen. Okay, können wir einfach Geld holen. Auch gut. Brauchen wir immer, ne? Aber hier ist nichts und da ist immer geschlossen. Oh, geschlossen. Alles klar. Also, ich würde sagen, wir beenden erstmal die Folge. Ich springe nochmal hier runter. Bitte nicht daneben springen. Buh, das war knapp. Okay, wie gesagt, ich mache hier erstmal Schluss. Wir gehen in der nächsten Folge dann auf die Suche nach dem Leuchtturmwärter. Wahrscheinlich das wirklich das nächste, was wir machen müssen. Schau mal, wo wir den finden. Ist der gefangen genommen worden? Geführt worden? Vielleicht chillt er auch nur irgendwo rum. Oder hat sich von der Verlobten getrennt und hat jetzt Angst, ihr das zu sagen? Keine Ahnung. Hier ist nochmal. Okay, ja, wie gesagt, mit der Folge mache ich jetzt erstmal Schluss. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode vom Classic Adventure Let's Play zu Little Big Planet, sage ich schon wieder. Klingt halt so ähnlich, Little Big Adventure 2, ne? Wir sehen uns, ciao!